Schlachten. Und, ach ja, ich könnte mal den Dolch ein bisschen aufladen. Die Ladung. Enter. T. Enter. T. Enter. Gut, gut. Und auf geht's. Blut. Ja, der Turm. Ui, der Turm. Ja, ja. Da ist eine Tür. Der wird bald rauskommen. Und zwar jetzt. Welche Überraschung. Surprise. Und das ist wahrscheinlich die andere Tür. Mietz. Komm her. Also ihr seht, wir kommen auch. Hoppala. Auf Meister. Noch klar, aber das ist schon fordernder, ne? Der hätte mich kriegen können. Da schauen wir mal rein. Der hat vielleicht ein Questobjekt. Nö, hat er nicht, aber wenigstens ordentlich Asche. Lau mir mal da raus. Lau mir mal da Asse. Trifix Luja Soki. Ja. Halleluja. Hochkunstthronsaal. Was lauten da alles auf mich? Kann ich gerade nicht nachschauen. Mal kurz Untote entdecken. Ja, bitte. Leben entdecken. Auch nicht. Also alles kann ich damit nicht. Ich brauche jetzt unbedingt Heilung. Und eine andere Waffe, und zwar den Dämmerbrecher nehmen wir mal her. Speichern. Das dürfte jetzt interessant werden. Das Auf ist geht's. Hokun, der Wächter der Schriftrolle. Ja, ja. Ist da jemand? Komm her, Baby. Leben nicht vergessen, allerdings. Links watsch, rechts watsch. Ups, das wird knapp. Potten. Jawohl. Der Dämmerbrecher ist für sowas wirklich. Jetzt schauen wir erstmal. Stab der Feuerbeller, wo Kron. Nicht das, was ich suche. Aber da ist. Questmarker, wo führt mich der denn hin? In die, zu der Schriftrolle oder zu dem, was ich hier eigentlich auf dem Tisch. Ah, Karozeins Zahn. Sehr schön. Also, ihr seht, wenn ihr bei Schuhdings da, Schuhspitze, nicht zum Erfolg kommt, bekommt ihr eine alternative Location. Das finde ich übrigens sehr schön gemacht. Und auch so kommt ihr zu Cabo Dings da, zu dem Zahn halt. Dann habt ihr außerdem noch einen schönen Schrei. Was gibt es denn Schönes? Sturmruf. Fein, fein. Dann aktivieren, Seele benutzen, Sturmruf. Seid vorsichtig. Mit dem Feuer. Uiuiui. Seit wann bist denn du so ein Schissentierchen? Die ganze Zeit hast du mit dem Feuer gespielt. Ach, ich wollte eigentlich die Dinger ignorieren. Ich brauche mal kurz eine Schriftstelle für Anska. Wo bist du? Wenn ich eine Schriftrolle wäre,
Wo würde ich mich verstecken? Schrift wieder zu bekommen, offensichtlich. Ach, da ist er, ich Blindfisch. Was steht denn da eigentlich drauf? Kann man das lesen irgendwie? Ist das. Nein, das ist die nicht. Versiegelte Schriftrolle. Speichern. Ich bin halt neugierig. Was passiert, wenn ich sie benutze? Geht nicht. Okay. Ist halt. Hallo. Nicht das gebeste Objekt. Ja. Ich habe die Schriftrolle gefunden. Ich kann euch für all eure Hilfe gar nicht genug danken. Oh, ein bisschen Gold wäre nett. Nee, so geschert bin ich nicht. Also das wäre wirklich geschert. Und hier ist eine kleine Belohnung für eure Hilfe. Zauberbuch Flammender Schutzgeist beschwören. Hey, cool. Flammender Schutzgeist, den kenne ich, den hatte ich schon mal. Also ihr seht, die Belohnung ist auf jeden Fall besser als diese komische Schriftrolle zu behalten. Habe ich auch schon. Zeige ich euch gleich mal. Das ist eine wackelnde Bombe. Ja, flammender Schutzgeist. Sehr kurzlebig. Der explodiert gleich. Und der rennt auf eure Gegner zu. Das ist ein sehr schwacher Zauber, leider. Den hätte man durch etwas stärker generieren können, aber der rennt auf eure Gegner zu und lässt andere Taktiken zu. Zum Beispiel, wenn es viel zu gefährlich ist, auf den Gegner zuzurennen, dann schickt ihr diesen Schutzgeist, diese wandelnde Bombe auf den zu. Dauert zwar lang, bis ihr damit einen schwierigeren Gegner kleinkriegt, aber ihr seid außer Gefahr in der Zwischenzeit. Also der Zauber ist wirklich nicht verkehrt. Gut. Den Rückweg tue ich euch jetzt nicht an. Wir sehen uns gleich zu Teil 2. Und dazu muss ich jetzt irgendwo einen Drachen auftreiben oder eine Drachenleiche. Ihr müsst ihn jetzt selber töten. Ich werde es auf der Schuhspitze nochmal versuchen. Da liegt ja noch der Kadaver rum, wenn wir Glück haben. Also bis gleich. Gut, hier sind wir wieder bei der Schuhspitze. Und das Drachenskelett liegt auch noch da. Normalerweise müsste das funktionieren. Jetzt müssen wir diesen Cabo-Zeins-Zahn ausrüsten in der rechten Hand. Ihr müsst also den Drachen nicht mit diesem Dolch töten, ihr müsst ihn damit nur ausweiten. Dann gehen wir auf Durchsuchen Drache leer. Also brauchen wir wohl doch einen frisch getöteten Drachen. Gut, ich halte das aber in der Aufnahme fest, dann wisst ihr, dass das so nicht funktioniert. Ich muss jetzt also erstmal einen neuen Drachen auftreiben. Bis dahin. Wir sind nun hier beim Berg Antor, also bei einer anderen Drachenspitze. Zum Glück muss man in Skyrim Drachen nicht lange suchen. Man hatte dafür hier diese Drachenfundorte und da wird man in der Regel auch recht zügig fündig. Ich habe mich jetzt so ausgerüstet, weil ich möchte es einfach hinter mich bringen jetzt und habe mich jetzt so ausgerüstet. Das ist sehr unschön. Regeneriert sich mit halber Geschwindigkeit, das erklärt vieles, das kam mir schon komisch vor. Ja gut, ich brauche jetzt Magicka nicht so dringend für das, was ich vorhab. Ich habe mich jetzt so ausgerüstet, dass ich Schießkunst so weit verstärkt habe wie möglich. Ihr seht hier einmal, zweimal, dreimal, viermal Schießkunst verstärkt mit jeweils 47% mehr Schaden. Das ist, ja, das sind rund 200% mehr Schaden in Schießkunst. Und das noch mit einer Armbrust. Ich zeige euch mal kurz die Spezifikationen, die hoch verzaubert ist und so gut wie möglich verschmiedet ist. Also 619 Schaden. Den Drachen habe ich schon gehört. Ich rechne eigentlich nicht mit größeren Problemen. Und vermutlich. Ah, das ist ja auch schon so schön.
werde mir jetzt aber trotzdem nochmal zwei Stellen für den Ritter zaubern. Was? Irgendwie wollte ich einen. Dann machen wir das halt so. Stellvertreter Drachen auf und raus aus der Deckung. Mit etwas Glück geht der Drache jetzt direkt. Na, wo ist er denn? Komm her. Miet, wo ist er denn? Komm her, Drachili. Drachi! Ja, du weißt, was dir blüht, ne? Auf! Ah, daneben. Gut, das war keine gute Werbung für mich. Wieder daneben. Und? Aber jetzt. Schon wieder daneben. Ja, Kreuz, Kruzifix. Aber jetzt, das ist schön, er hat den Fokus auf meinen Dremora. Und dann lässt er mich in Ruhe, ich muss nicht dauernd heilen, das ist sehr angenehm so. Treffer. Oh, das war ja wohl gar nichts. Da, neben. Ja, bleib so. Genau so. So nicht anders. Jawohl, jetzt gibt's gleich eine Bauchlandung. Na, na, na. Und. Einer noch, ha? Schöner Finisher. Das war bestimmt ein alter Drache, oder? Gut, jetzt ist es wichtig. Ich schau mal nur kurz, was das ist, alter Drache. Das hier scheint wichtig zu sein. Das war wohl eben auch das Problem bei dem anderen Skelett, weil wir den bereits leer gelootet hatten. Dass ihr den K.O.-Dingster-Zahn in die rechte Hand nimmt. Und erst dann lootet. Das dürfte der Punkt gewesen sein. Das andere Skelett hatten wir schon leer gelootet. Da war wirklich nichts mehr drin. Ansonsten müsste es auch mit einem Kadaver gehen, sofern wir ihn vorhin nicht leer gelootet haben. Schauen wir mal rein. Nein, bloß nicht auf Resurrect. Das. Drachen. Weißt du, warum habe ich denn hier keinen? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Drachenknochen, Drachenschuppe, aber keine Drachenherzschuppe. Muss ich etwa. Kaputt sein? Ich habe doch Kaputt sein Zahn ausgerüstet. Definitiv. Wenn ich den in die linke Hand nehme. Nix. Das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Ich fürchte, ich bin einem Bug aufgesessen. Da muss ich wohl mal im Internet nachforschen, das mache ich gleich.